Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Force auf der Kandelin Map. Beim letzten Mal hatten wir im Wald die Bäume gefällt. Bin jetzt auch soweit durch mit dem Stück erstmal. Ist jetzt ein neuer Tag und wie ihr gesehen habt, hat es da ja auch geschneit. Sprich, machen wir wieder Winterdienst hier auf dem Hof. Aber diesmal machen wir ein bisschen anders mit dem Torion. Mit dem Silageschild. Was so ein bisschen schade ist, dass der keine Schwimmstellung hat. Das wäre noch gut. Könnte man den ganzen Hof damit machen. Aber jetzt. Achso. Muss ja den hier drücken. Brauchen wir jetzt nicht immer abmühen, da das sauber mit dem Schneeschiebeschild macht. Gehen wir gleich nochmal mit denen danach und räumen das weg, wo ich schlecht rankomme. Die eine Taste ist doch nur für Heck und vorne. So eine andere Taste. So. So wie jetzt hier, schiebe ich das hier einfach so hin. Kommt gleich mal mit dem Torion vorbei, schiebt diese Stellen frei. So. Einmal wieder nach hinten. Aber dabei ist nicht schlecht, wenn der Radlader auch Schwimmstellung hat. Oder hätte, sagen wir mal so. Stimmt, den mal kurz hier hin. Mal schnell in den guten Herrn rein. Und dann bockt er sich halt nicht so auf, ne? Oder hatte einer das von den Silageschilden? So. Auf den Berg hier nehme ich nicht gleich mit dem Trecker mehr. Kann das hier schön vernünftig mal so ein bisschen aufhümpeln. Also beim Radlader jetzt einfach nach vorne klicken, dann rastet der Joystick ein und dann ist Schwimmstellung drin. Und dann wäre gut. Außer nach hinten hat er echt eine schlechte Sicht durch seinen dicken Popo. Tief. Obwohl, es geht eigentlich ganz gut.
Muss halt immer den. Das hier schon mal weg, dann gehen wir gleich nochmal mit dem Trecker bei. Haben wir hier erstmal klares Schiff. Wie gesagt, Schwimmstellung wäre echt nicht schlecht für die Radlader. Hat er auch einen dicken Hintern, der Junge? Sind wir wieder schnell in die Fan 3. Aber hier nochmal am Rand lang. Diesmal denke ich dran, die Taste hier ist das. Ist ja zum Glück bloß ein kleiner Hof. Können wir hier vorne auch gleich mal ein bisschen frei machen. Und dann machen wir gleich hier noch das alles mal ein bisschen weg. Ja.
Stimmt, hier rechts war ja irgendwo die Schotterfläche. Einmal um die Ecke. Hier auf dem Hof auch vernünftig fahren können. Aber es reicht. Es muss nicht immer jeden Tag schneien. Einmal hier lang. Drehen. Ach nee, so war das ja. Machen wir das andere gleich immer mit dem Radlader weg. So wenig wie möglich mit dem Radlader haben. Ach komm, wir probieren das gleich mal mit dem Radlader. Stellen wir den mal hier kurz hin. Ich sag, eine Schwimmstellung wäre geil. Schödert kein. Dann schieben wir das mal. Hier ja.
ich hier wieder meinen Rad, meinen Träger machen noch, den Rest. Einmal hier runter. Denn bei den Pellets gleich noch. Oh, Träger. Jetzt bin ich mal gespannt. Das da noch gleich mit. Ach, ist was. Ein bisschen hier. Hier lang. Achso, da ist ja vom Träger das Licht. Schieben wir das da auch mal weg. Mal hier bisschen vor der Halle. Es geht mit einem Silageschild. Aber Schwimmstern, wie gesagt, das wäre noch. Ran muss ich ja hier eigentlich erstmal nicht. Weil ich gar nichts hab für Pellets Produktion. So, das war's eigentlich.
klappt das mal einfach ein. Ich das hier da abstellen. Genau neben der Schaufel. Aber eigentlich auch nicht schlecht hier mit dem Schneegeräusch. Knack, 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 knack. Das sind wir hier drauf und da. Oh. Die ist auch aus. Tor kann zu. Ah ja, wie gesagt, ich hatte jetzt mir ein Güllefass geholt. Und damit transportieren wir auch von der BGA zum Güllebecken die Gülle. Ich brauche keinen. Ja toll, jetzt bin ich hier drin. Ich brauche keinen Gülletransporter extra. Das ist ja Blödsinn. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.